Das Ding ist, ich bin zwar Platin 1, aber ich spiele die ganze Zeit schon mit 3 und 5 Leuten, ne? Deswegen laufen die Games jetzt gerade auch so extrem schlecht. Also nicht extrem schlecht unbedingt, sondern einfach extrem katastrophal. Ich bin am Überlegen. Sollen wir nochmal den Full AP-Build gehen? Also beziehungsweise den Early Game, ich baller dich um Bild mit Dark Seal und Scorch. So, wichtig ist, dass wir jetzt direkt Scorch proppen bei ihr. Also früh wie möglich. Einfach direkt schon mal Q. Zack. Scorch. So zum Beispiel. Das ist so krass. Na, das ist natürlich das Gute bei absoluter Fokus plus Dark Seal. Na, da kommt der Level 1 einfach mal so 20% abgezogen. Gut. Krass, 15 Damage. Ja, 15 Damage ist nicht viel, aber also auf dem Level 1, wenn du 80 Damage machst oder so und da 15 Damage mit drauf kommt, ist das jetzt auch nicht schlecht. Kann man nicht nichts gegen sagen. Ne? Und jetzt ist es wieder gemacht, 17 Damage. Ne? Das ist, wenn ich das jetzt noch dreimal mache und du in der Laning Phase dann insgesamt 60, 70 mehr Damage gemacht hast, ist das schon worth, würde ich sagen. Das war jetzt nicht so worth, muss ich sagen. Das war sehr unworth. Hier los. Oh, sie überlebt noch. Oh, der K6. Oh! Die Frage ist, ich hoffe, ihr holt den ab. Ich könnte da entgegenkommen. Frage ist, wo wird er langlaufen? Hier unten? Ich glaube, hier unten. Danke. Und zack, da sind wir wieder im Business drin, ne? Schön. Wie zerronnen, so gewonnen. Alter, Trundle Jungle, ich sag's euch wie immer wieder. Ich hab's euch gestern gesagt. Trundle Jungle ist broken, Mann. Jedes Game, wo ich gegen Trundle Jungle spiele, rasiert der mein komplettes Team. Jedes einzelne Mal. Ich will, dass sie hier bleibt, weil sie hat gerade keine Items. Ah, das tut schon weh, wie man sieht, aber das tut sogar sehr, sehr weh. Aber wenn sie weggeht, dann tut es noch viel mehr weh. Könnte sein, dass sie mich ulten will, weil sie ist gefährlich. Auch ihn könnte sie ulten. Ah. Komm halt nicht ran. RIP. Aber schön, was Kasu für ein Damage macht, ohne ein Item zu kaufen, ne? Nur Mana. Das ist immer. Gibt es so ein paar Champions, dat, da weiß ich einfach nicht, was da Sache ist. Ne? Kasselin kannst so viel AP kaufen, wie du willst. Da macht einfach keinen Schaden. Ne, und Cassio und Anivia sind so Champions, da brauchst du einfach nichts. Das liegt einfach dran, dass es Zahnpastatum sind. Die gehen aber nicht leer. Die drücken dir einen Damage-Spell nach dem anderen rein. K. Come mit I all in. Flash. Engage. Zweiter Tag. Das wäre gut, wenn er kommen würde. Dritter Tag. Er müsste halt aber kommen, das wäre wichtig. Vierter Tag. 2000 Jahre später. Ich könnte gucken, ob ich schon mal einen Scorch proppen kann, das wäre echt gut. Naja, oder einfach ein bisschen Damage schon mal. Leona kommt. Tötet. Oh Mann, ne, weißt du, K6, wieso kommt der denn nicht? Brille, bring sie um. Danke, ne? Ah, ist okay, kann ich mitleben. Ne, aber da hat man gesehen, guck mal, sie hat so wenig HP gehabt. Hätte, also, ne? Die macht aber auch echt Schaden. Guck mal, die kauft nur Mana. Warum ist der erlaubt, so viel Schaden zu machen? Das verstehe ich nicht. Ich gehe Full Damage. Mehr Damage kannst du nicht bauen, als ich gerade tue. Und sie kauft Mana und böllert mich um. Ob das fair ist, weiß ich nicht. Dafür ist sie halt eine Schlange und stirbt jetzt, aber ob das fair ist, weiß ich nicht. Wir haben außerdem unser Spellbinder-Ding fertig. Spellbinder ist halt so ein bisschen weird, weil das halt unendlich lange braucht zum Stacken, so, ne? Ich meine, man muss es nicht immer bei Full Stacks aktivieren, ne? Aber wir kriegen, wenn wir es so, keine Ahnung, wenn wir jetzt 20 Stacks haben, dann kriegen wir 20 AP und das braucht, das geht halt echt langsam hoch, ne? Ich könnte sie bald umballern, wenn ich jetzt, Jetzt habe ich nämlich den Spell bei einer Power Spike. Wir müssen jetzt. Das Gute ist, sie ballert sau viele Spells raus. Also gegen sie ist es echt gut. Leder, Peter. Leder schreibt schon hier. Alter, deswegen gehe ich gerade. Ah. Ist dein Plan mit Diamond 5? Ja, ich würde dir auch gerne hören. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage Diamond 5 und Erdender, aber. Wo bin ich, Alter? Können wir was machen? Eigentlich ja. Also hier sieht man ganz klar bei dem Bild, ich habe 0% CDR. Normalerweise hätte ich jetzt schon 40. Also wirklich. Ne? 40 CDR hätte ich schon. Spellbinder und
Go! It's fine. Einfach nicht die ganze Zeit weinen, sondern it's fine. Stop to whine, you're fine. So, jetzt haben wir aber immer, guckt euch das an, Leute. Zwei Items, 500 AP. Zwei Items haben wir im Infernal Dragon? 500 AP. 500 AP. 500 AP. Bro, ich bin da. Was? Ich gehe nur noch diesen Bild. Was? Was? Die hat richtig Bock auf ihr Leben. Das kann, die wird jetzt jedes Mal so krass aus dem Leben gewone-shottet, dass sie einfach keinen Bock mehr hat, glaube ich, auf das Game. Oh shit. Kann der mich fallen? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Glaube ehrlich gesagt nicht. Der Flash, der läuft schon so hart an der Wand, ja. Ah, weiß ich nicht, Alter. Obwohl. Das reicht nicht. Scheiße, ich hätte länger channeln sollen. Das hätte. Oh, 400. Die Ult macht auch Damage. Stimmt. Also, dass die Ult Damage macht, weiß ich. Aber ich meine, sie macht guten Damage. Fuck. Obwohl. Na, immerhin Flash. Ich hoffe, die machen keinen Baron. Das wäre. Das ist okay. Hätte ich Spellbinder angemacht, wäre sie, glaube ich, gestorben. Aber ich war doch ein bisschen scared, muss ich sagen. Für LP sollte ich mich hochspinnen, dann als Vector. Also ich an deiner Stelle würde instant, nachdem du LP gewonnen hast, die wegdodgen. Ist natürlich ein Spiel mit allem und jedem. Peng. Weil. Noch eine Ult. Das reicht sogar. Gut. Zero, gib es ihr. Ah, ich mach alles. Oh, es hat gereicht. Ich habe sie geblutpoolt. Mein Blutpool hat quasi verteidigende Werte und sie hat den Testosteronspiegel in Xayah erhöht, sodass sie einfach kein Damage bekommen hat. Jetzt passt auf der Heal, Leute. Ah, geiler Heal, Alter. Geiler Heal, den Pfeil. Peng. Können wir das noch machen oder ist es zu gefährlich? Spellbinder machen wir mal an. Leute. Okay. Wait my engage. Okay, never mind. Never mind. Peng. So, jetzt geht's direkt aber gleich weiter. Die denken jetzt, das wäre es gewesen. Ist es ja nicht. Wir bauen jetzt noch ein Q auf und dann gehen wir all mega in. Ein Q brauche ich. Gib mir ein Q, irgendjemand. Danke. So. Spellbinder-Stacks wäre noch nice. Wo ist Cassio? Ist sie AFK? Oh Mann. Ich wollte eigentlich engagen, aber irgendwie. Ja, okay, komm. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Oh, herrlich, Alter. Also, das habe ich gecarried. Krass gecarried. Hart gecarried. Sehr hart gecarried. Ich habe am Anfang einmal geintet. Das war ein Int-Tod, habe ich. Das war auch der einzige Tod. Aber holy shit, habe ich hier explodiert Damage gemacht. Ja? Xayah hat auch gut gespielt. Ist auch 817. Nein, also ich habe jetzt nicht solo gecarried, aber ich habe schon hart gecarried. Man kann ja auch zu zweit killen. Aber holy shit, haben wir Damage gemacht. Das ist ja gar nicht gewohnt. Gut. Na, schön. Ich hoffe, ich glaube 21 LP. Ich weiß nicht, ich glaube, Zaro ist auch Plan 1 oder ist er mittlerweile Plan 2? Na, er hat auch gut gespielt, ne, gerade. Auch unten gegen die Illaoi. 24, kann ich mitleben. Erstmal einen Twitch-Link posten. War jetzt Cassio eigentlich gelieft oder war sie einfach tot? Neunmal Cassio, ich reporte sie mal. War das jetzt wegen Gathering Storm? Nee. War es trotzdem gut? Ja. We'll be right back.